Welcome back, folks. Wir sind zurück bei Terror from the Deep und auch diesmal ist der LST wieder mit am Start. Hallo. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ja, und wir sind dabei, hier den Zentralraum zu stürmen. Was natürlich in deinem Fall ganz blöd ist, falls ich es noch nicht erwähnt habe, keine Ahnung, weil es sieht ja so aus, als kommen wir von unten rum gar nicht in den Raum rein, was ja immer die einfachste Lösung ist, weil von unten rum hat man den kürzesten Weg zur Treppe. Richtig. Und sobald man mal die Treppe raufgelaufen ist, ist man ziemlich sicher vor Hirnattacken in dem großen Raum. Aber es geht halt jetzt gerade nicht bei dieser Map. Ich werde jetzt mal präventiv einen Blaster feuern, wollte ich sagen. Geht natürlich nicht, da die Zeiteinheiten mal wieder im Spiel nicht mitspielen. Also wir können auf jeden Fall, denke ich mal, da wirst du mir zustimmen, sicher sein, dass da noch ein paar Hirnchen in dem großen Raum sind. Ja, zweifelsohne. Das Problem ist, wir wissen halt weder wo und was noch schlimmer ist, wir wissen nicht auf welcher Höhenstufe. Das ist ja immer das Blöde, weil die verteilen sich ja hier auf jeder Höhenstufe, wie man hier sieht. Richtig. Das Nischenhirn sagt gute Nacht. Das gefällt uns doch. Ja, aber ich bin mir sicher, es sind schon noch ein paar. Ja, gehe ich auch von aus. Alles andere wäre ja zu einfach. Eben. Und ja, Terror from the Deep hat es ja nicht so mit einfach sein. Im Normalfall nicht. So. Okay. Wutbürger. Gehen wir erstmal ab. Ja. Passiert. Okay. Dann würde ich sagen, guckt der Soul hier nochmal? Sieht nichts, okay. Das Problem ist wirklich bei diesem großen Raum, du müsstest wirklich komplett reinlaufen, damit du die Gegner siehst, plus dann hast du halt schon verloren, weil du immer rauskommst und die dich kalt machen. Richtig. So, wir schießen jetzt mal präventiv hier rein. Mal kicken, ob wir was treffen. Klang nicht so. Okay. Ich habe ja leider keinen Sound. Wenn übrigens jemand eine bessere Alternative weiß zum LPT oder sonstige Aufnahmen mit mehreren Spielern außer Skype, wo man eventuell auch den Sound hört, gerne mal bitte hierher schreiben in die Kommentare. Ja, das wäre mal interessant, weil wir machen es immer mit Skype-Bildschirmübertragung. Mhm. Geht zwar zur Not auch, machen wir ja immer so, aber ist nicht die feinste Lösung. Richtig. Vor allem ab 3 Spielern funktioniert es ja schon nicht mehr. Ja. Wir haben damals, glaube ich, mal in der Session mehrere Sachen ausprobiert, aber keins hat so wirklich funktioniert. Nee, nicht wirklich. Da. Und ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, was wir da ausprobiert haben. Ich weiß es auch nicht mehr so genau. Dürfte schon 1-2 Jährchen her sein, mindestens. Ja. Mann, Mann, Mann. So. Ja. Wie machen wir das jetzt am besten? Tja, das ist halt die Frage. Das ist, glaube ich, die einzige Situation in dem ganzen Spiel, mit der du selbst noch die abgewichsten Profis in Panik bringen kannst, weil es gibt einfach keine perfekte Taktik für diesen Raum. Außer, wie gesagt, das einzig halbwegs taktische wäre, von unten zu kommen, aber geht ja hier nicht. Richtig. Ich würde höchstens irgendwie die Nische da unten mit einbeziehen ins Taktische. Man könnte wirklich so machen, weil du hast ja links, glaube ich, diese Nische, dass du die da unten rumschickst und rechts, glaube ich, hast du diese Nische auch am rechten Rand des Raumes. Ja, glaube hier auch, dass du höchstens Team Split ist und versuchst von beiden Seiten irgendwie reinzukommen. Ja, ist vielleicht, wäre das gar nicht so dumm. Allerdings musst du natürlich damit noch rechnen, dass rechts vielleicht noch 1-2 Gegner stehen. Machen wir trotzdem, würde ich sagen. Gut. Weil sonst sehe ich da keine Perspektive. Da freut sich der Berliner, wa? Richtig. So. Ja.
ist das hier? Gewürztes Filet, den lassen wir mal da stehen, okay. Na, guck mal. Wo war der denn? Hier, glaube ich. Ich glaube hier, ja. Wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, müsste es hier gewesen sein. Ja. Ja, okay. Da kann das Filet dann gleich mal ran. Noch einer. Ui. Und der ist sogar bewaffnet. Nicht schön. Nicht wirklich. Okay. Aber wir haben auch hier eine Nische, das ist gut. Ja. Noch einer. Guck mal, was da los ist. In dem Eck lebt man ganz schön gefährlich. Ja. Da standen aber wirklich ganz schön viele da oben. Sind ja mindestens 6 Stück. Das ist ja ganz schön dreist. Das ist schon eine harte Nummer. Ja, die kommen auch immer von dem oberen Stockwerk runter, weil in diesen kleinen Räumen sind ja auch immer die Aufzüge drin, von wo die immer oben runterkommen. Da bin ich auch schon ein paar Mal drauf reingefallen auf den Shit. Ja, was machen wir da jetzt? Ja, abknallen. Hast du noch einen Störer oder so? Erstmal würde ich gerne den Unübernommenen wegmachen. Warte mal, wir haben ja, noch den Seferan. Ja, stimmt. Den Seferan haben wir doch noch. Der kann doch mal hier ein bisschen... Ne? Scheiße. Der ist resistent, der Kollege. Naja, aber ich nehme mal an... Selbst wenn du es abgeben würdest, würde er wahrscheinlich zuerst auf seine Kollegen schießen. Stimmt, wahrscheinlich schon, ja. Und wenn du Kaliber noch wegbringst um die Ecke, sollte eh nichts passieren. So, ja, dann probieren wir das mal aus. So. Moment mal, bist du noch mal so freundlich und zeigst mir noch mal die 3 Aliens da oben? Ja. Es sieht so aus, als ob der obere eh schon die Waffe hat fallen lassen, oder? Stimmt, ja, hast recht. Mhm. Ist mir jetzt gerade so aufgefallen. Hat er sich verpisst? Das war ja ein schöner gezielter. Oh. Okay, der steht da noch. Gut. Machen wir jetzt anders. Oder so, das geht natürlich auch. Ist, denke ich, die... Oh, ne, jetzt kommen wir nicht mehr weg da. Oh, wie ich sowas hasse, echt. Naja, ist ja kein Ding. Die bleiben ja stehen. Da macht's dann spätestens in der nächsten Runde Bratz. Ja. So, dann werfen wir mal. Hopp. Einmal um die Ecke. 44 schon mal ein bisschen näher ran. Käse. Und der Fahrtwind. Guckt auch noch mal ein Stück vor. Dann geben wir erstmal ab. Das war nice. Die Granate jetzt explodiert oder nicht? Ja, ja, aber irgendwie. Ich habe das jetzt leider nicht gesehen. Stehen die alle noch? Robusterer Balken. Mhm. Dann halt doch die Holzfäller-Methode. Ja. Ach, dieser Rookie, ey, der trifft ja nix, ey. Oh, ach, dieser Rookie, dieser Mistsack.
ist das eine Flöte, ey. Flöte. Die alte Furzflöte. So, komm, dann stellen wir den jetzt hier vor die Flinte. So. Dann kann es nicht mehr daneben gehen. Sag das nicht. So, gut, Zeiteinheiten wegdrehen. Es ist auch ein geiler Ausdruck, die Zeiteinheiten wegdrehen. Ich bin dafür, dass das in den Duden übernommen wird. So wie Shitstorm, ne? Eine Spasti war das ja. Und Shitstorm. Naja, gut. Ja, ist beide scheiße. Okay, steht beides jetzt offiziell im Duden. Spasti und Shitstorm. So, die sind jetzt endlich weg, die Bengals. Dann können wir jetzt weitermachen. Da haben wir die Spastis geschitstormt gerade eben. Richtig. Und zwar nicht zu knapp. So. Da passiert nichts. Wieso? Und der Rookie geht auch mal hier mit rum. Der Rookie. Na, jetzt haben wir es ja bald eingekesselt, die Freunde. Ich werde hier nochmal so stehen bleiben. Ich werde erstmal von rechts nochmal gucken. Ja, das würde ich auch machen. Weil jetzt schon reinlaufen in den Linken wäre eine dumme Idee. Ja. So. Kaliber LP. Geht mal hier in die Nische. Weiter würde ich ihn gar nicht nach vorne bewegen. Der Rookie hinterher. Nichts passiert. Okay, jetzt guckt der mal hier rein. Rookie Zuki. Wir sehen was. Ein Hirn. Schon wieder so ein Nischenhirn. Ja. Na, das ist jetzt mehr so ein Randhirn. Ja, das ist mein Randhirn. So, Filet, probiert's mal. Früher hat das immer geklappt. Also nicht immer, aber... Früher war halt doch alles besser, ne? Scheiße. Der Seefahrer vielleicht? Hat der Glück? Drecksau. Na, 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 na. Kaliber schießt mal am besten, würde ich sagen, oder? Ja, viel bleibt ihm ja nicht übrig. Er probiert's mal, komm. Jawohl! Gut gemacht. Und nicht mal mit dem Gezielten. Kritisch war jetzt A, trifft er? Und B, ja. Waffe? Und B, tötet er? Ein Fall für die Statistiker. Richtig. So, das war doch schon mal gut. Aber ich habe das Gefühl, da sind noch mehr. Ich auch. So, gucken wir nochmal. Immer wenn es am ruhigsten wird, wird es am gefährlichsten hier in diesem Puff. Okay, er sieht noch nichts. Nochmal zurück. Nichts passiert. Und links wäre es vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, über die Nische zu kommen, weil dann sieht man eher, was sich eventuell unten noch versteckt. Meinst du hier rum? Yes, Sir. Okay. Wäre Versuch wert, denke ich. Keine schlechte Idee. Aber das beim nächsten Mal, denn die Zeit ist schon wieder rum. Und ja, dann mal gucken, ob wir die Mission hier endlich beenden können. Also Leute, bis dann. Ciao, ciao. Ahoi, ahoi.